Moin, meine Lieben. Heute gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr euer Power Level relativ schnell steigern könnt, weil mein Account ist noch nicht mal 3 Wochen alt und wir haben hier 407.000. Auch ihr könnt das schaffen und ich gebe euch dazu die besten Tipps. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video. Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute reden wir, wie gesagt, über das Thema Kampfkraft, wie ihr innerhalb kürzester Zeit auch so viel Power hinlegen könnt, sage ich euch heute. Also ich habe wirklich nicht lange gebraucht. Ich war, glaube ich, nach 2,5 Wochen war ich schon auf 350k oben. Und ihr könnt das auch. Das ist nicht schwer. Man muss nicht reinwählen. Man muss halt nur optimiert spielen. Und ich zeige euch jetzt die erste Sache, die werden viele kennen, sind hier natürlich die Dupes. Wir brauchen Dupes, um möglichst viel Kampfkraft auf unsere Monster zu bringen. Und ihr seht, wenn ich jetzt Genos hier auf maximal 15 bringen würde, sind das so um die 7000 Kampfkraft, die wir da noch dazu kriegen. Das ist viel, aber ist natürlich auch abhängig, okay, wie oft ziehe ich den? Habe ich Dupes? Habe ich keine Dupes? Und fokussiert euch erstmal da auf einen kleinen Kreis von Monstern. Ich habe zum Beispiel erstmal Galeone ein paar Dupes gepullt, bis ich den auf 14 hatte. Dann bin ich auf Wusa gegangen, habe hier genug, um den Max zu erwecken. Ich bin dann auf Juno gegangen, da habe ich auch nochmal einige, ja, dass ich die halt wenigstens alle auf eine gewisse Stufe kriege, weil ich finde, man sollte die halt schon mindestens auf 13 haben. 13 finde ich ist so ein Sweet Spot. 14 natürlich auch insane. 15 natürlich noch besser, aber schwierig zu kriegen. Da braucht man dann 2 Dupes. Aber 11 ist halt sowas, wo ich sage, schwierig. Also versucht euch da, wenn ihr Dupes habt, einfach ein bisschen auf gewisse Charaktere zu fokussieren. Weil wenn ihr zu viele Charaktere haben wollt, dann mindert auch das eure Kampfkraft. Wir haben aber auch noch andere Sachen. Ruhen ist wieder ein anderes Ding. Spielt keine 5 Sterne ohne Skill-Ups. Ihr seht, bei mir sind die alle 5, sind die alle voll, die 5 Sterne. Ich spiele keine 5 Sterne Monster, die nicht full Skill-Up sind. Ich bin jetzt dran, Werde hoch zu machen, solange bis der keinen full Skill-Up hat, benutze ich ihn nicht. Solange benutze ich halt Naomi, weil Naomi stärker ist, weil die halt voll erweckt ist, plus wir haben full Skill-Up, ist die am Anfang stärker als ein Werde. Und deswegen nehmt euch das zu Herzen, auch wenn ihr 5 Sterne habt und ihr wollt die gerne spielen, tauscht die erst aus, wenn die Skill-Ups wirklich max sind, weil das gibt nochmal ein Power-Level von ungefähr 45.000 sind die dann, wenn die full Skill-Up sind. Wenn wir uns mal die Juno angucken, die hat jetzt keine Skill-Ups drin und ist bei 32.000, ist erweckt auf 5, ja. Und bei Wusa war das gestern noch so, ich habe ihn erst vor kurzem skill-upped und der hatte einfach 13.000, 14.000 mehr als halt Juno. So ein Skill-Up bringt so um die 1.200 Kampfkraft dazu und das ist halt auch das, was sich dann irgendwann bei den loweren Spielern unterscheidet, dass sie halt einfach keine Skill-Ups auf die Monster draufhauen. Und nehmt wirklich jeden Devilmon mit aus der Arena, aus der wilden Arena, Schlachtfeld, Turm oder halt Himmelsturm. Holt euch alle Devilmons. Es gibt auch teilweise viele Events zurzeit, wo man Devilmons bekommt, wie dieses eine Event hier unten drin. Hier bekommt ihr bei Serenas Schatzsuche, bekommt ihr auch einen Devilmon. Nehmt die auf jeden Fall mit. Das macht viel aus. Was auch noch extrem viel ausmacht, sind hier zum Beispiel die Kostüme. Ich habe jetzt noch gar keins gecraftet. Ich bin hier gerade an dem dran. Da muss ich halt noch Kisten aufmachen, bis ich mir das holen kann. Und holt euch da erst die, die HP geben, weil ich finde HP, da zieht jeder Nutzen draus. Und da könnt ihr dann auch nochmal CP rausholen. Finde ich jetzt nicht so ultra krass wichtig. Ja, hier die 416 HP würde ich halt schon gern mitnehmen. Ich denke, da kann ich auch nochmal so 3.000, 4.000 Kampfkraft rausholen, wenn ich mir da ein paar mache. Aber ja, hier könnt ihr auch noch ein bisschen was rausziehen. Viel wichtiger hingegen finde ich hier zum Beispiel den Himmelsturm. Da habt ihr unten so Challenges. Macht die. Da kriegt ihr hier die verschiedenen Embleme, sage ich mal, und die könnt ihr eintauschen für ein Skilltree. Hier jede Etage hat einen eigenen, sage ich mal, Modus, wo ihr so Challenges machen könnt. Die sind ein bisschen knackig. Macht das so weit, wie es geht und skillt hier eure Monster voll. Weil das macht hier dann wirklich nochmal einen großen Unterschied. Ich bin hier auf HP gegangen, weil ja jeder bezieht Kampfkraft aus HP. Und HP hat halt wirklich einen großen Wert für alle Units. Und ihr müsst auch hier überlegen, ihr habt 3 Units. Und wenn ihr hier drauf geht, habt ihr aber nur einen Helden.
Ist zwar schön und gut, wenn ihr euren Helden pusht. Fürs Schlachtfeld, wenn er tot ist, ist er halt tot, ne? Da bringen auch die Monster dann nichts mehr. Aber ich finde, im Großen und Ganzen nehme ich dann doch lieber die dreifache Kampfkraft mit, weil ich ja drei Monster habe. Und pusht da wirklich eure, sage ich mal, Challenges hier in dem Himmelsturm, um so weit wie möglich hier zu kommen. Das macht halt wirklich sehr, sehr viel aus. Als ich 300.000 Kampfkraft hatte, habe ich das hier langsam voll gemacht und habe relativ schnell 10.000 bis 15.000 Power Level dazu bekommen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde mich erstmal hier auf die Beschwörungskraft fokussieren, dann auf Urkraft und dann auf die anderen zwei. Die finde ich jetzt nicht so ultra krass, sind zwar auch gut, aber ich finde Beschwörungskraft hat hier schon das mit das größte Gewicht. Wir können auch noch beim Transistenz gucken. Hier bei Transistenz, genau, das pusht natürlich auch Beschwörerlevel. Macht das so hoch wie möglich, ab da könnt ihr auch gewisse Waffen erst tragen. Ihr braucht ein gewisses Level für manche Waffen, zum Beispiel die 6-Sterne-Waffen wie hier. Die Windwaffe gehen erst ab Level 63 und dazu braucht ihr halt die Transistenz. Macht da jeden Tag den World Boss, wenn ihr das machen könnt, weil der droppt die Dinge auch. Der droppt auch so Leder, was ihr braucht für ein sehr gutes PvP-Set. Und wenn wir hier schon von Sets reden, bringt das natürlich dann auch noch was. Wir gehen hier kurz auf Outfit-Effekte. Hier sieht man dann, wenn ihr euch die craftet, Ankleidezimmer ist ein bisschen besser. Wenn ich das hier jetzt craften würde, würden meine Krieger 434 HP mehr kriegen. Nicht Prozent, das wäre ein bisschen arg broken, aber auch hier Ritter kriegen dann 442 HP mehr. Das erhöht dann auch euer Power Level. Das lohnt sich auch zu machen, finde ich am Anfang ein bisschen schwierig zu investieren, weil das halt wirklich Ressourcen frisst. Ich gehe da erst an meine Berufe und wenn ich die Berufe fertig habe, mache ich dann hier die ganzen Klamotten. Die habe ich bis jetzt auch nicht gebraucht. Ich bin auf 407.000 auch ohne diese Skins hier oder Sets gekommen. Aber das ist halt auch für den einen oder anderen, den es interessiert, relativ wichtig vielleicht. Wenn ihr halt wirklich maximal pushen wollt, ist das halt auch ein Weg. Was aber auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist hier zum Beispiel der Konto-Skill. Geht da nicht zuerst auf die Orbia, auf den HP-Weg oder auf den Damage-Weg. Lasst die Orbia erstmal weg, skillt erst hier erstmal den Death-Tree voll und geht dann auf den Damage-Skill-Tree. Weil da zieht er dann auch wieder den maximalen Nutzen draus, ne? Wie gesagt, ihr habt drei Monster, einen Summoner und hier pusht das auch nochmal ordentlich euer Level. Ich finde, das macht mit am meisten aus, wenn ihr hier die unten zwei voll macht. Das sind auch nochmal locker 10, 20.000, wenn nicht sogar noch mehr Kampfkraft, die euch da flöten gehen, wenn ihr dann hier oben anfangt zu skillen. Ist zwar ganz nett, wie gesagt, den Summoner hochzumachen, aber lohnt sich am Anfang erstmal nicht wirklich. Dann natürlich sind Waffen auch immer so ein Ding. Am Anfang erstmal ein bisschen unwichtig und später halt auch wieder interessant. Ich gucke halt, dass wenn ich hier zum Beispiel meine Feuerwaffe angucke, dass ich halt zwei Werte habe, die ich drauf haben will. Push die dann dreimal, werte die auf, gucke, wo es reinrollt. Und wenn es mir nicht gefällt, lasse ich die Waffe halt weg und gucke, dass ich halt eine neue kriege. Und so wechsle ich dann immer meine Waffen aus. Wenn ihr euch die mal anguckt, hier 18% Crit Damage, hier Crit Rate. Und Genauigkeit haben wir, ich hoffe ihr seht das, jo. Dann haben wir hier meinen Wasserstab mit 42% Crit-Schaden. Dann hier Windstab auch mit 30, 24% Angriff. Und so komme ich halt auf massive Stats. Ja, ihr seht überall ist fast mindestens 30% Crit-Damage drauf. Hier nochmal 41. Und ich habe mit meiner Orbia halt schon 5521 Angriff. Fast 250% Crit-Schaden und 54% Crit. Kann natürlich noch besser sein, aber das sind schon relativ gute Stats. Guckt halt, wenn ihr einen guten Stab habt, dass ihr einen Zwotten kriegt. Wertet den auf, guckt, wie er rollt. Vielleicht wird er besser und ihr könnt da nochmal ein bisschen mehr Kampfkraft rausbeziehen. Ansonsten dürfte es das so ziemlich gewesen sein. Runen ist halt so eine Sache noch, ne? Habe ich einen Runen-Guide gemacht, wie ihr da maximal auch das Power-Level erhöhen könnt. Guckt euch den an, damit ihr halt dicke Subsets kriegt. Ich meine, gut, 13% ist jetzt nicht so viel, aber hier halt 24% HP sieht man halt wirklich gerne auf den Substats. Natürlich kann man sich noch anders Sachen aus einem Power-Level beziehen, wie zum Beispiel hier bei dem Index, wenn ihr da guckt. Ich finde, das ist halt wirklich nur so eine Whale-Sache. Wir klicken hier drauf und da könnt ihr auch nochmal ordentlich Power rausbeziehen. Aber da müsst ihr halt auch einige Dupes ziehen, damit ihr das voll kriegt. Wenn ihr das alles voll habt, geht das Power-Level bestimmt nochmal um 100.000 hoch, aber da müsst ihr schon ein Whale sein. Ich finde, das ist so ein Whale-Content hier. Und das wird auch erklären, warum manche halt so ein abartig hohes Power-Level haben, weil die halt massiv reincashen. Finde ich aber erstmal für uns uninteressant.
Ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Sag ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.